Falsche Angaben in Pilzbüchern halfen dabei, einen Mord aufzuklären und retteten einigen Menschen das Leben. Das ist ein echter dokumentierter Fall, True Crime mit Pilzen. Das Verbrechen ereignete sich am Anfang des letzten Jahrhunderts in Paris und ist bekannt als Fall Girard. Dieser Herr Girard hatte nämlich eine sehr kreative Idee, um an Geld zu kommen. Er brachte mehrere seiner Freunde dazu, Lebensversicherungen zu seinen Gunsten abzuschließen. Das heißt, wenn diese Leute ihr Leben verlieren würden, dann würde Herr Girard eine ordentliche Summe Geld bekommen. Aber er hatte keineswegs vor, darauf zu warten, bis seinen Freunden vielleicht durch Zufall etwas passieren würde. Nein, er wollte das Schicksal in die eigene Hand nehmen und das Ableben seiner Freunde beschleunigen. Zu diesem Zweck beauftragte er einen Mann namens Vater Theo, grüne Knollenblätterpilze im Wald zu sammeln. Der grüne Knollenblätterpilz ist absolut tödlich. Vater Theo sammelte die Pilze. Nun konnte Herr Girard seinen Plan in die Tat umsetzen, die Pilze kochen oder kochen lassen und dann bei einem festlichen Mahl seinen Freunden servieren. Er lud also seine Freunde zu sich nach Hause ein. Die aßen von den Pilzen. Einer verstarb leider an der Mahlzeit, aber die anderen überlebten. Herr Girard wurde verhaftet. Die überlebenden Freunde konnten als Zeugen vor Gericht aussagen. Schließlich wurde Herr Girard verurteilt. Aber wie konnte es passieren, dass sein Plan so dermaßen schiefgelaufen ist? Hier kommt ein Polizeikommissar ins Spiel, der mit diesem Fall zwar nicht dienstlich beauftragt war, aber er hat davon mitbekommen und er war ein pilzkundiger Mensch. Und er hatte Folgendes herausgefunden. Dieser Vater Theo, der die Pilze gesammelt hatte, der hatte nicht nur den grünen Knollenblätterpilz gesammelt, sondern auch den gelben Knollenblätterpilz. Früher hat man aber nicht so genau zwischen diesen beiden Arten unterschieden. Im Gegenteil, ich habe zum Beispiel in einem Pilzbuch vom Jahr 1903 gelesen, dass die sogar komplett als Synonyme geführt werden. Also da stehen der grüne Knollenblätterpilz und der gelbe Knollenblätterpilz als ein und dieselbe Art, die eben unterschiedlich aussieht. Dementsprechend dachte man früher auch, dass diese Pilze auch ähnlich giftig sein müssten. Wie wir inzwischen wissen, ist es allerdings falsch. Der grüne Knollenblätterpilz ist absolut tödlich. Er enthält Amanitine, das sind Lebergifte. Sie führen im Körper dazu, dass der Eiweißstoffwechsel der Leberzellen zusammenbricht. Damit werden die Zellen stark beschädigt, somit die komplette Leber. Wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert, sind schnell auch andere Organe betroffen, bis sie schließlich versagen und es zum Schlimmsten kommt. Die Leber ist prinzipiell in der Lage, sich zu regenerieren, allerdings schafft sie es nicht, wenn die Giftmenge zu groß ist. Und beim grünen Knollenblätterpilz ist das Gemeine, er enthält nicht nur diese fiesen Gifte, sondern auch richtig viel davon, so dass eine super, super kleine Menge von diesem Pilz schon ausreicht, um die Mahlzeit nicht zu überleben. Ganz konkret sind es 5 bis 50 Gramm, also ein einzelner Pilz kann schon reichen oder sogar ein kleines Bruchstückchen von diesem Pilz. Der gelbe Knollenblätterpilz ist mit dem grünen Knollenblätterpilz verwandt. Er enthält aber nicht diese Amanitine, sondern das Gift namens Bufotenin. Bufotenin, auch bekannt als Krötengift, weil es in Kröten vorkommt, ist giftig, aber hitzeempfindlich. Das heißt, wenn man die gelben Knollenblätterpilze ordentlich durcherhitzt, dann kann es tatsächlich sein, dass nach einer Mahlzeit absolut nichts passiert. Und das ist nur eine fachliche Info. Nicht machen, keine gelben Knollenblätterpilze hier essen, okay? Zudem ist von denen kein Geschmackserlebnis zu erwarten. Die haben einen ekelhaften Geruch nach so alten Kartoffeln, die man irgendwo in der Ecke vergessen hat. Auch der Geschmack wird als sehr unangenehm beschrieben. Der grüne Knollenblätterpilz dagegen soll richtig gut schmecken, wie die seltenen Überlebenden berichten. Die Freunde vom Herr Girard, die also versehentlich den gelben Knollenblätterpilz bekommen haben sich wahrscheinlich darüber gewundert, warum dieses festliche Essen so unangenehm schmeckt. Aber sie überlebten und halfen, den Verbrecher zu überführen.